Hecknabenmotor und Pinion-Schaltung. Dieses Fahrrad hier ist euch aus den Händen gerissen worden. Jetzt hast du wieder neue. Jetzt habe ich wieder neue und jetzt habe ich die auch endlich als tiefen Einstieg. Die Gutereit ET 13,5. So, gibt es auch ohne Motor, aber hier mit einem bärenstarken Heckmotor. Das Ganze in einer zugelassenen Variante. Genau, bis 25 km/h. 25 km/h, also fetter Motor hinten drauf. Das Neo-Drives? Neo-Drives, die haben, vielleicht kennen die Leute das da, es gibt ja diese behinderten Stühle mit Motor. Mhm. Und die haben halt immer die Motoren für die entwickelt. Die sind auch extrem teuer. Und die Kompetenz hatten die. Und dann haben die da gesagt, okay, wir machen dann auch E-Bike-Motoren. Und dann haben die halt vor 10 Jahren auch angefangen, E-Bike-Motoren herzustellen. Heckmotoren kennst du ja eigentlich, das gibt es eigentlich nur aus Fernost. Und Neo-Drives ist der einzige Hersteller, der wirklich auch die Zulieferer aus Deutschland wählt und den Motor in Deutschland zusammenbaut. Also Marktführer da ja Barfang, die auch sehr gute Motoren bauen. Aber hier hat man natürlich einen, der auch Rollstühle antreibt. Der muss ja sehr viel Drehmoment haben, weil er ja in der Mitte sitzt vom Rad. Und die haben richtig Power, oder? Die haben richtig Power und die sind halt auch sehr direkt. Ein Mittelmotor zieht ja erstmal an der Kette. Du hast natürlich immer Verzögerung. Und du hast hier bei dem den direkt am Hinterrad und dann drehst du das halt quasi direkt und dann kriegst du die, obwohl es manchmal nur 30 oder 40 Newtonmeter sind, kriegst du die halt direkt und du spürst es dann auch sofort. Wie viele Newtonmeter macht der Elektro? Der Z20 hat glaube ich 40. 40 Newtonmeter. Fühlen sich aber ganz anders an. Die fühlen sich ganz normal wie die 85. Also es fährt sich anders. Es ist geräuschsam, also du hörst gar nichts. Aber du musst auch beachten, wenn du 85 Newtonmeter hast als Heckmotor, dann reißt du dir fast alle Speichen raus. Ne? Und Vorteil ist beim Heckmotor, physikalisch kannst du noch Energie rückgewinnen. Und das passiert auch hier. Also wenn du bergab fährst, kannst du hier auf minus 1 oder minus 2, wie beim Auto, gewinnst du dann wieder Energie. So, dann gehen wir mal aufs Piniongetriebe. Das Ganze ist ein richtiges Zahnradgetriebe, oder? Das ist ein richtiges Zahnradgetriebe, so ein richtiges Getriebe, was eigentlich vom Autobereich kommt. Das haben auch zwei Porsche-Ingenieure entwickelt damals. Dachten so, wieso gibt es kein richtiges Getriebe für das Fahrrad und haben Pinion quasi erfunden, patentiert. Gibt es als 12-Gang, 16-Gang, glaube ich auch 8- und 6-Gang. Und gerne, da sehr gerne. Kannst du. Da geht gerade hier, sie hat super nette Nachbarn, die gehen gerade mit meinen drei Hunden. Siehste. Du bist verwirrt. Ich bin verwirrt, ja. Warte, ich zeig mal gerade. Also, das Wichtige ist ja jetzt, ich sag mal, nicht das schöne Gutereit-Fahrrad, sondern die Ausstattung hier. Also 5000. Du hast hier vorne ein Getriebe, Magnesiumgehäuse, da Pulverbeschichte, das heißt Steinschläge oder so, da brauchst du jetzt keine Angst zu haben, dass der Lack abplatzt. Ist eine geschlossene Einheit, da kommt kein Dreck rein. Langlebig, du hast ja auch den Gates-Riemen. Du brauchst nur einmal Getriebeöl pro Jahr zu wechseln, was Pinion empfiehlt. Und dann kannst du schon Radreisen machen. Sehr, sehr leise und sehr harmonisch. Ne? Also das Fahrgefühl ist einfach anders. Pinion genau umgekehrt jetzt. Das heißt, ich habe also eine Schaltung, die komplett nach vorne verlagert wurde. Ich habe einen Carbonriemen, der nicht dreckig wird. Das Ganze ist wartungsfrei. Genau. Motor wartungsfrei, Getriebe wartungsfrei, Kette wartungsfrei. Genau. Ja, das wollen doch die Leute. Der Riemen, der muss halt alle 10.000 bis 15.000 km und das wollen halt die Leute. Die wollen einfach ein wartungsarmes Fahrrad und vom Fahrgefühl ist es komplett anders. Es ist leise, also du hörst nichts und es ist sehr, sehr, sehr natürlich. Du hast dieses Bosch-Rückel nicht. Ne? Du beim Bosch merkst es ja direkt, okay, der schiebt auf einmal nach vorne, hast du hier nicht und die Kraft kommt wirklich von hinten. So, und dann haben wir hier ein Elastomer. Das ist eine tolle Geschichte. Also ich liebe Elastomere, weil sie angepasst werden können auf die Körpergewichte. Genau, für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr wiegen wie ich oder ein bisschen weniger, so wie du. Wenn du mir das einmal mal kurz demonstrierst und du mit deinem ganzen Gewicht gerade mal diesen Sattel drunter drückst. Einfach nur mal drücken, dass man sieht, das ist ein Parallelogramm. Genau. Und der federt also nach hinten, ja? Okay. Und man kann hier halt verschiedene Elastomere nehmen. Das ist ein Crane Creek Sattelstütze. Und schont halt den Rücken. Die Energie, die geht nach hinten. Deswegen bekommt quasi mein Rücken nichts zu spüren. Zusätzlich habe ich natürlich die
Supermoto X-Bereifung. Das sind ja Ballonbereifungen, die kann ich mit wenig Luft fahren. Und wenn ich die mit wenig Luft fahre, dann federn die halt schön und es fährt sich halt wie auf Wolken. Schienen. Ja. Oder auf Schienen. Wie auf Wolken. Ja, du bist ein ganz wortfündiger Verkäufer. Du könntest auch Poesien schreiben. Fährt sich wie auf Wolken. Hast das Ding verkauft im Januar, Februar, März? Wie bescheuert. Also es ist wirklich, die haben dir den ganzen Bude leer gekauft. Wie viele hat es denn da? Ich glaube über 100 Stück. Es sind immer wieder so 30 oder 40er Packs zu uns gekommen. Und wir haben über 100 Stück davon schon dieses Jahr verkauft. Guck mal hier vorne, das ist die Ladebuchse. Das ist die Ladebuchse. Besonderheit bei dem Gude Itto 13,5 ist, ich habe hier den 700 Wattstunden Akku. Der Motor, der verbraucht extrem wenig. Wir haben hier natürlich andere Wirkungsgrade und ich gewinne natürlich auch noch Energie. Wenn ich bergab fahre, kann ich den Akku ja wieder aufladen. Das heißt, ich fahre hoch, fahre wieder runter und habe wieder einen vollen Akku. Genau, du kannst dann einfach eine Motorbremsung machen, wie beim Auto. Ne? Da werden die Bremsen auch weniger belastet. Und dadurch hast du eine extreme Reichweite. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben gesagt, mit einer Akkuladung sind sie fast 180 Kilometer gefahren. Und das ist halt auch wieder der Vorteil davon. Wir haben einen riesen Akku, aber trotzdem auch einen super effizienten Motor, der weniger verbraucht. Hast du gehört von dem Fahrrad, was sich selber auflädt während der Fahrt? Wenn du runter, nee, gibt es in Berlin, das hat gar keinen Akku, also man kann es gar nicht anschließen und ist immer voll. So ein bisschen, hat zwar nur 25 Newtonmeter, aber schiebt da, wo es schieben soll und wenn es runterfährt, lädt sich es automatisch wieder auf. Habe ich nichts gehört, aber gucke ich es mir an. War vor ein paar Jahren auf Pro7, ja. Habe ich mal so einen Beitrag. Das ist das Fahrrad, was ich brauche. Was du nicht kaufen solltest, weil es keine Steckdose. So, Also, Dings, wir haben hier eine Luftfederung. Das Ganze kannst du auf deinem Gewicht einstellen von Santur. Steckachsen vorne, hinten. Das macht das Rad natürlich noch mal stabiler, verbindungssteifer. Dann haben wir hier ein Supernova-Licht mit Fernlichtfunktion. Die Fernlichttaste ist hier. Sag mal, wo? Da ist die Fernlichttaste. Zeig mir mal bitte, wie das funktioniert mit der Schaltung. Da sind so Zahlen drauf. Was haben die zu sagen? Ist das der Gang? 12 Gänge, genau. Okay. Also da sind die Gänge? Genau, 14%. Die Leute haben das noch nie gesehen, die Schaltung. Wenn du mal deine Hand ein bisschen wegnimmst, da sind Zahlen drauf. Also 12 Gänge von Ergon, der Griff. Also das ist was ganz Besonderes. Magst du es gerade mal runterholen, dass man mal sieht, wie schwer du dir tust? Gar nicht schwer. Gar nicht. Boah, ist total schick. Sieht natürlich in der Sonne noch mal ganz anders aus. Schwarz. Wir haben es in mehreren Farben. Wir haben es in weiß glänzend, wir haben es in rot glänzend, wir haben es in schwarz matt. Die sind aber auch nicht alle bei uns auf der Website. Ein paar davon sind auf der Website, da müsst ihr bei uns anrufen, was so jede Woche reinkommt. Ja, Hammer Motor, Hammer Getriebe. Großen Gepäckträger hast du, also du kannst da ordentlich was drauf machen, von Racktime bis 25 Kilo. Du hast die zusätzlichen Streben, bei vielen Herstellern findest du das ja nicht. Das ist ja nur den kleinen Gepäckträger. Hier kannst du die Seitentasche noch reinmachen. Hier oben noch eine Tasche, wenn du möchtest. Dann eine Parallelogramm von Crane Creek. Ergon Griffe, geschwungenen Lenker. Du hast noch einen Vorbau, den kannst du von der Neigung einstellen. Fernlicht. So, wenn es gerade mal Steckachse, 700 Watt. Also du kriegst wirklich zu diesem Preis wirklich sehr, sehr viel Fahrrad. Wenn du so lieb bist, schalt's mal an, das Display. Guten Tag, meinst du? Das ist mein Apple Watch gerade, wo ich drauf geklickt bin. So. Kommt's? Ja, klar. Kommt. So, da sind wir. Neo Drives. Gut, in der Sonne immer ein bisschen schwierig zu filmen, aber es geht. Also sieht man auch die Null. Du kannst dann die Stufen hier wählen, der 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn du über 10 km/h oder 12 km/h kommst, kannst du auch minus 1 und minus 2 wählen. Ach so, Rekuperation. Rekuperation. So, das heißt also diesen Pegel, den ich beim E-Auto dann noch einstellen kann, die Rekuperation, die kann ich ja auch einstellen. Genau. Und dann kannst du dann wieder eine Motorbremsung sozusagen machen und dann Energie rückgewinnen. Das Fahrrad ist wirklich sehr, sehr nachhaltig, weil du halt nicht so oft Kassetten wechseln musst, nicht so oft Ketten, fährt halt super effizient durch den Heckmotor und das kannst du wirklich 10 Jahre. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat einen Neo Drives vor 6 Jahren gekauft gehabt, der hatte 60.000 Kilometer auf seinem Fahrrad, also an einem Getriebe etc. war nicht zu sehen, aber der Rahmen war fast ausgeleiert nach 60.000 Kilometer, der saß wirklich jeden Tag auf dem Fahrrad. Das ist halt für Pendler oder Leute, die was Exklusives suchen, die wenig in die Werkstatt sein wollen und dann natürlich dein super Fahrgefühl möchten, der sehr natürlich ist. 100 Jahre Switchbike Bornemann, das Ganze in Gießen in der Katharinengasse
Heute 14, heute filmen wir am 25. Mai. Das Guderreit Pinion mit Neo Drives. Tschüss.